Ich würde auf jeden Fall den Bundeskanzler austauschen, die Außenministerin, den Wirtschaftsminister austauschen, den Finanzminister austauschen, den Gesundheitsminister sowieso. Ich glaube, der ist medikamentös komplett falsch eingestellt. Fragen an Janis. Das hattest du, glaube ich, auch in meinem Interview auch schon mal besprochen. Trotzdem will ich darauf auch noch mal kurz eingehen. Und zwar mit dem einen Mitglied, das sich auch, bevor es dich quasi getroffen hat, sich das Leben genommen hat. Das heißt, da war ja die Angst größer, dich zu treffen, als sein eigenes Leben quasi zu beenden. Vielleicht hatte er nur es geht so durch die Medien. Die Wahrheit ist, der hat die Frau eines Clubbruders gebumst. Mhm. Das geht gegen die Rules. Das steht glasklar in der Satzung drin. Die Frau meines Bruders ist unantastbar. Der hat es über einen längeren Zeitraum hinweg gemacht. Mhm. Mir wurde das zugetragen. Ich wollte mit dem ein persönliches Gespräch führen. Mhm. Und zu diesem Gespräch kam es nicht. Und dann hat er sich das Leben genommen. So einfach geht es. Krass. Was hat das mit dir gemacht? Hat das mit dir irgendwas gemacht? Hat es dich überhaupt gar nicht interessiert? Oder also zum damaligen Zeitpunkt? Zum damaligen Zeitpunkt möchte ich betont haben, war es für mich der einzigste Weg, wie er aus der Nummer rauskam. Also ich habe für mich gesagt, ja, dann hat er, das ist für mich eine Entschuldigung. Oder? Aber wir hätten auf jeden Fall, also ich hätte mit Sicherheit nicht umgelegt. Mhm. Ich hätte den Schädel eingeschlagen, ja, dass er mal ein paar Wochen im Krankenhaus gewesen wäre, aber ich hätte mit Sicherheit nicht umgelegt. Oder? Obwohl ich schaue, wie ich heute drüber denke, dass er das hätte nicht machen brauchen. Aber ich glaube gar nicht unbedingt, dass es nur daran lag. Ich glaube, der Mann war so voller Probleme, ohne jetzt negativ über den sprechen zu wollen, dass er... Dass alles zusammengepasst hat, dass er den Weg für sich gewählt hat. Ja. Ich persönlich empfinde es als feige, aber ich muss dazu sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch tatsächlich. Das weiß auch jeder, der mich kennt. Ich bete mehrmals am Tag. Okay. Selbstmord ist für mich eine Sünde vor Gott. Das ist es einfach. Mhm. Und deswegen wäre das für mich nie eine Option, egal wie scheiße es mir geht. Und glaub mir eins, ich habe auch schon scheiße gefressen. Das weiß ich durch dein Buch hier auch. Ja. Das glaube ich dir. Aber das auch so, wie du als Person auch wirkst. Aber irgendwie, ich habe bei dir so zwei Gefühle. Eben einmal so dieses, du bist sehr, sehr hart und du hast auch eine krasse Vergangenheit und du hast richtig Scheiße erlebt und so weiter. Aber trotzdem spüre ich irgendwie bei dir auch so einen weichen Kern. Du hast Humor, du bist lustig drauf. Ich fühle mich jetzt gerade nicht bedroht von dir, sondern Jetzt gerade nicht. Wieso hast du dich da draußen bedroht fühlt oder was? Alter, wie gehst du unterwegs? Das ist ja Wahnsinn. Du weißt, was ich meine. Das ist so, also man fühlt sich irgendwie, man fühlt sich wohl so, es ist einfach cool. Ich fühle mich aber nicht so wohl hier am Tisch, gell? Das war ein Scherz. Was ja auch ein sehr, sehr großer Teil war, deine Hunde, ne? Chato auch unter Kinder, anderem. Ja. Deine Kinder, wie du es eben selber bezeichnest, wo du eine sehr, sehr krasse Bindung zu denen hattest. Was macht deiner Meinung nach so wirklich die großen Unterschiede aus zwischen einem Tier oder, ne, deinem Hund, deinem Kind und so einem normalen Menschen? Es geht nicht nur um mein Kind, oder? Es geht um alle Hunde. Oder? Ich bin davon überzeugt, das ist einfach so, dass wenn ein Tier auf dich zukommt, so ist mein Empfinden zumindest, oder? Dann ist das ehrlich. Egal welches Gefühl das auch immer dir entgegenbringt, das ist einfach ehrlich. Oder? Und bei Menschen weißt du das halt nie. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Mit Sicherheit gibt es natürlich Menschen, die das auch ehrlich meinen, egal was auch immer sie zu dir sagen. Aber bei Tieren weiß ich es einfach, die handeln instinktiv. Oder? Ja, ein Mensch handelt für mich persönlich immer wegen so berechnend. Weißt, der hat im Hinterkopf, was könnte ich da davon bekommen, wenn ich jetzt und das mache. Oder? Ja. Der lacht dir ins Gesicht und im Endeffekt macht er dann irgendeine Scheiße im Hintergrund sozusagen. Ne? Und so sind Tiere nicht. Hast du heutzutage einen Hund? Hast du jetzt gerade einen? Nein. Wieso? Ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich hätte unsagbar gerne einen oder mehrere. Ich will ja diesen Gnadenhof machen, das weißt du ja. Das möchte ich jetzt auch ein für alle Mal klarstellen. Dieser Gnadenhof kann erst dann entstehen, wenn ich die Bescheinigung der Gemeinnützigkeit vom Finanzamt habe. Diese Dame vom Finanzamt macht da noch ein bisschen Schwierigkeit oder ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht passt ihr meine Lebensgeschichte nicht. Keine Ahnung, davon gehe ich jetzt mittlerweile langsam aus. Mittlerweile mache ich schon seit eineinhalb Jahren, weil die Leute immer fragen, was ist mit dem Gnadenhof? Können wir da hinkommen zum Helfen oder Geld spenden? Nein, das ist alles nicht möglich, weil wie gesagt, der Gnadenhof ja noch gar nicht besteht. Ja. Spendengelder nehme ich keine an. Ja. Noch nicht. Okay. Weil, und das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich keinen Bock darauf habe, dass ein Großteil dieser Spendengelder dann ans Finanzamt abgeführt werden müsste. Das will ich ja nicht. Ich will, dass es den Kindern, also den Tieren zugutekommt. Ja.
Und das wäre ja ein totaler Schwachsinn. Ne? Verstehst du? Und deswegen, und der Weg ist wie folgt. Ich warte, bis ich diese Bescheinigung der Gemeinnützigkeit bekomme. Mhm. Dann gehe ich auf die Bank. Bei mir wird es eine Sparkasse werden. Auch das habe ich schon mehrfach erklärt. Mhm. Und dann werde ich einen Aufruf starten auf meinem YouTube-Kanal, über Instagram, über alle möglichen Kanäle, was ich sonst noch zur Verfügung habe oder andere Leute. Ja. Und dann bitte ich natürlich darum, dass die Leute zahlreich spenden. Und dann ist es natürlich möglich, dass die Leute mir helfen. Also das finde ich, also da möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen bedanken dafür. Da kommen Dachdecker, Maler, Maurer, alles mögliche, ohne Spaß, was mich da anschreibt. Das ist so schön, das freut mich so sehr. Und dann ärgert es mich so sehr, dass ich das immer noch nicht habe, diese Bescheinigung. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt noch, das wäre unverantwortlich. Ich wohne in einer Dachwohnung, da ist eine Affe Hitze da oben drin im Sommer gerade. Das ist eine Katastrophe und das wäre nicht möglich, oder? Weil ich will ja irgendwann auf diese, also ich will ja dann sofort auf diesen Gnadenhof ziehen, weil ich lasse die Kinder, die Tiere nicht alleine dort auf dem Gnadenhof. Das geht ja nicht. Klar. Da muss ja jemand da sein, wo das alles überwacht, oder? Diesen Gnadenhof, das ist noch eine ganz wichtige Information für euch. Diesen Gnadenhof will ich natürlich machen in Verbindung mit benachteiligten Kindern, also sprich mit Jugendlichen, die artähnlich oder artähnliches erlebt hatten. Das ist eine wichtige Info. Ja, finde ich nämlich auch. Ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, oder? Weil jetzt durch diese Scheiße, was der Typ da hat, und so verzapft, oder? Nennt man beim Namen Philipp Schlaffer, oder? Ist mir jetzt auch zu blöd, alles, oder? Hier so rumzureiern, oder? Auch wenn der Meinung ist, dass es nicht in Einklang zu bringen ist, in die Szene Kontakte zu pflegen. Mhm. Bei mir sind es wenige, aber trotz alledem bestehen die und ich werde bis zu meinem Lebensende bestehen. Und zeitgleich aber sich für Kinder bzw. Tiere stark machen, wo ist da ein Schnittpunkt? Also warum soll das nicht funktionieren, frage ich mich. Oder? Und dann hier immer wieder irgendwelche Videos rauszuhauen, er jetzt da hier, in denen er mich negativ bewertet. Mhm. Für mich ist das eine Bewertung, auch wenn er immer so schmierig sagt, er will das ja gar nicht bewerten. Es ist für mich eine Bewertung, so eine Aussage zu tätigen. Eben, und das will ich, dass diese Jugendlichen dann, gehen wir weg von dem Trottel, oder? Um auf die Jugendliche zurückzukommen, und das will ich dann, dass die von klein auf lernen oder in frühester Jugend lernen, dass es andere Dinge gibt, wie Straftaten zu begehen, sich Verantwortung zu übernehmen, verstehst du? Mhm. Für Tiere jetzt oder für sich selber ja auch, oder? Weil mir war ja mein Umfeld auch scheißegal, oder? Ich habe ja auch meine eigenen Leute in die Schnauze gehauen, wenn mir das nicht passt hat. Das geht ja so auch nicht, oder? Das ist so, da sehe ich, das alles in 5 Jahren, wie du mich gefragt hast. Finde ich sehr, sehr inspirierend und das ist ja quasi auch unseres Ziel und deswegen überschneiden sich natürlich auch die Interessen. Deswegen sitzen wir auch unter anderem heute auch zusammen. Genau. Ja, nicht nur wegen deiner Person, natürlich auch mit der Message, die wir dort rausgeben möchten. Genau. Die Menschen zu inspirieren und ihren Lebensweg zu bestreiten und sich treu zu bleiben. Hattest du in der Kindheit, in der Jugend, hattest du da irgendwelche Ziele und Träume? Wolltest du schon immer mal Arzt werden? Wolltest du, weiß ich nicht, was werden? Hattest du irgendwas, wo du darauf hinarbeiten wolltest, oder war das eher eine sehr, sehr orientierungslose? Hatte ich tatsächlich, oder? Als ganz kleines Kind habe ich immer mit Playmobil, ich weiß nicht, ob das ihr immer noch kennt, Playmobil, dieses Spielzeug. Ja, ja, klar. Ja. Und mit dem habe ich immer gespielt. Ich habe immer für mich ganz alleine gespielt und ich hatte einen Bauernhof. Ich wollte schon immer wirklich, also als kleines Kind wollte ich immer einen Bauernhof haben. Echt? Also Tiere, ja, ich schwör's dir. Tiere habe ich schon immer geliebt. Und eigentlich ist es ja das, was ich jetzt wieder anstrebe, oder? Mhm, krass. Also hat sich dann doch irgendwo dein ganzes Leben so durchgezogen. Vielleicht auch unterbewusst, ne? Aber ich meine, du bist jetzt an dem Punkt, wo du jetzt wieder darauf hinarbeitest sozusagen. Und vielleicht erfüllt sich es ja nochmal. Genau, ja, das erfüllt sich auf jeden Fall, weil Aufgabe ist für mich keine Option. Ja, und Tiere habe ich wirklich schon mein ganzes Leben lang geliebt. Gerade in unserem Alter, beziehungsweise auch davor, kommt man dann auch ganz schnell, sag ich mal, in so Szenen rein, wo es, sag ich mal, in die kriminelle Richtung gehen könnte. Was würdest du jemand raten, der gerade in dieser Situation ist, genau, vielleicht nicht ein Umfeld hat, was so stabil ist und ihn halten kann? Was würdest du jemand raten, wie er da rauskommt oder vielleicht doch sogar einen anderen Weg einschlagen kann? Auf jeden Fall rechtzeitig, frühzeitig richtig abbiege. Also ich, das sage ich auch heute, wenn irgendwelche Leute Drogen nehmen und ich sage, ich schreibe ja Leute an, oder gerade auch in eurem Alter, die in den Knast müssen oder die gerade rauskommen oder die eben in solchen Kreisen sich bewegen. Also sprich in ihrem Freundeskreis Leute haben, die Drogen nehmen, dann sage ich, wenn das wirklich deine Freunde wären, dann würde die dir gar keine Drogen anbieten. Weil ein guter Freund, sage ich dir ganz ehrlich, ist meine persönliche Meinung, der bietet dir keine Droge an. Der versucht dir, selbst wenn er schon selber drauf ist, also sprich auf Droge, und du würdest ihn nach Droge fragen, würde er zu dir sagen, so ist meine persönliche Meinung zumindest, würde er zu dir sagen, nee, lass die Finger weg von dem Scheiß, oder das macht dich total kaputt, oder?
Also ich spreche jetzt hier über Heroin, Kokain, LSD und der ganze Dreck da und was es da noch alles gibt. Sondern wenn heute einer kifft, Gras raucht oder so, finde ich jetzt, ich persönlich finde das nicht verwerflich. Ich finde es so, guck mal, das wird ja mittlerweile schon als Medizin gehandelt. Finde ich jetzt alles nicht so schlimm, oder? Da gibt's natürlich, muss man auch differenzieren, da gibt es auch Leute, die kriegen von sowas Panikattacke. Ich hatte das nicht, also nicht vom Kiffen. Aber alles andere ist für mich Dreck, oder? Also eben früh genug abbiegen. Was, wenn das aber verpasst worden ist, diese Option? Das heißt, du bist schon voll drin und du weißt gerade gar nicht mehr, wie du dort rauskommst, weil dein Umfeld einfach nur darin besteht. Beispielsweise, du bist in einem Club, muss ja kein Club sein, kann auch einfach nur, ich weiß nicht, zum Beispiel die Gang sein aus Berlin, die durch Wedding zieht. Wie kommt man da raus? Sich einfach das Umfeld ändern? Was würdest du da sagen? Ja, genau. Ja. So ganz, genau. Sogar, ganz, so einfach, so ganz so einfach geht es nicht. Oder? Also ich glaube, dass da erstmal Voraussetzung ist, dass du selber über einen sehr, sehr starken Charakter verfügen musst. Also ich glaube, dass es, wenn du in so einer Gruppierung drin bist, das waren wir ja auch in Kinderheim, Erziehungsanstalt oder auch auf der Straße hier, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, aus diesem Kreis wieder rauszukommen, wenn du schon mitte drin steckst. Was ich allerdings jedem raten kann, beziehungsweise ans nahelegen möchte, egal wie schwierig auch immer das sein mag, und dann kommt, das bringt das einfach mit sich, wenn die Leute immer Scheiße bauen, dass auch Polizei auf der Tagesplan tritt. Aber Verrat wäre auch keine Option, oder? Also sich da raus zu winden oder zu schmuggeln, wie es der Memo gemacht hat, bei uns jetzt in unserem speziellen Fall, die Leute zu verraten, das geht auch gar nicht, oder? Also ich hasse Kinderschänder, Kindermörder, Vergewaltiger, Tierquäler, Nazis, Faschisten, Rassisten, auch Islamisten, also Leute, wo glauben, das habe ich aber auch schon mehrfach erwähnt, wo meinen, sie müssen ihre Religion vorschieben, um andere Leute abzuschlachten. Ich hasse aber auch Lügner und Verräter. Ja, das geht auch gar nicht. Also wenn ich schon in solchen Kreisen bin und von alleine aus eigener Kraft nicht rauskomme, dann nehme ich jetzt mal an, dass du das, da die Frage daraufhin abgezielt ist, dass es ja früher oder später dann so weit kommt, dass du irgendwann mal ins Gefängnis musst. Dann musst du halt auch das bis zum bitteren Ende durchziehen, das Maul halten, rauskommen und dann umdenken und sagen, okay, pass auf, jetzt habe ich den Scheiß auch schon hinter mich gebracht, also sprich Knast. Dann musst du umstrukturieren im Kopf und sagen, du, ich will jetzt was anderes machen. Oder? Ich hatte tatsächlich, als ich aus dem Knast kam vor 6,5 Jahren, kamen die Leute auch auf mich zu, die ich natürlich nicht namentlich nennen werde, und haben mir das angeboten. Hätte ich das alles gemacht, dann wäre ich jetzt entweder steinreich, die größte Wahrscheinlichkeit ist, ich wäre wieder im Knast oder vielleicht sogar tot. All diese Dinge habe ich abgelehnt und habe gedacht, nein, ich will aus eigener Kraft, ich habe ja Ziele im Kopf gehabt, als ich aus dem Knast gekommen bin, sprich Buch schreibe, solche Dinge, verstehst du? Mhm. Das habe ich dann gemacht, oder? Und habe mich da eben nicht beirren lassen. Aber ich, auch das mag sich jetzt wieder arrogant und eingebildet hören, aber ich denke, dass ich schon eine ziemlich starke Persönlichkeit bin. Also von mir selber aus. Oder? Also wenn ich was überhaupt nicht will, dann mache ich es einfach nicht und fertig. Ich habe mich hier auch in Kreisen bewegt oder Leute kannt hier überall, oder die Droge genommen haben. Ich habe gesagt, nein. Also irgendwann habe ich mal gesagt, nein. Ich habe ja auch Droge genommen bis 95. Aber irgendwann habe ich für mich entschieden, nein, ich will das nicht mehr. Die Leute in meinem Umfeld haben das ja trotz alledem weitergemacht. Und die Leute haben immer, zum damaligen Zeitpunkt wurde das belächelt, dass ich es eben abgelehnt hatte. Und irgendwann, Jahre später, haben die zu mir gesagt, du bist eigentlich der einzige Janis gewesen, wo stark war von uns. Du hast Nein gesagt, obwohl mir alle anderen das genommen haben. Was hältst du aktuell von der politischen Situation? Diese Regierung, was jetzt im Moment regiert, also ganz im Ernst, wenn ich da jetzt anfange, da hocken wir noch 2 Stunden hier. Also katastrophal. Das sind ein paar, also normalerweise erwarte ich doch von, der Helmut Schmidt habe ich schon mal erwähnt, das war für mich ein Bundeskanzler, ganz im Ernst, das war für mich ein Politiker. Ja. Das heißt, du würdest es nochmal so wollen? Auf jeden Fall, ja, also weitaus besser, wie die Situation die jetzt ist. Also wenn man hier eine Außenministerin hat, die überall in alle möglichen Länder rumrennt und keinen Satz geradeaus raussprechen kann, die Kobold mit was weiß ich noch allem verwechselt und hunderttausende von Kilometer, ja, und hunderttausende von Kilometer weit weg andere, also verstehst du, was ich meine? Das ist ja fatal. Das ist ja offensichtlich, dass da jeder andere Präsident oder jedes andere Land nur noch lacht über dieses Land hier. Das ist meine Meinung und Feierabend. Und die wird sich ja wieder ändern. Was, deswegen, gerade zum Thema Veränderung, was würdest du jetzt gerade ändern wollen? Du würdest die komplette Regierung austauschen oder was wäre dann vorgehen? Ich würde auf jeden Fall den Bundeskanzler austauschen, die Außenministerin, den Wirtschaftsminister austauschen, den Finanzminister austauschen, den Gesundheitsminister sowieso. Ich glaube, der ist medikamentös komplett falsch eingestellt. Den Eindruck habe ich wirklich ohne Spaß. Also,
Weißt du, was mich ankotzt, wenn die Leute lügen, oder? Wenn du musst das mal anschauen, oder? Wo das mit dem Corona losgegangen ist, oder? Wie sie alle gesagt haben, nee, eine Impfpflicht wird es niemals geben, oder? Und auf einmal, jeder war auf einmal von Anfang an schon für die Impfpflicht. Das ist ja gelogen. Das ist ja einfach gelogen. Das ist Politik, viel Scheiße labern, ja, aber das, und dann nicht dafür gerade stehen, sondern die Verantwortung. Ja, das kotzt mich aber an. Sowas kann ich nicht, vor sowas habe ich keinen Respekt, ganz einfach. Funktioniert nicht, fertig, oder? Wenn mir einer in die Fresse irgendwas erzählt und ein paar Monate später kommt er auf einmal mit einer komplett anderen Meinung und behauptet dann aber noch, ja, das war schon immer meine Meinung. Vor allem, wenn man es noch auf Video beweist. Genau, das meine ich ja. Das kotzt mich an, sowas. Ja. Was hältst du von Klimaklebern? Hatte ich vor kurzem mal bei den Zuschauerfragen schon beantwortet. Katastrophal und da oder so, geht gar nicht. Für mich persönlich, oder? Weil ich wurde ja natürlich aufgrund dieser Antwort, die ich da gegeben hatte bei Spiegel TV, kritisiert. Wenn ich doch so ein Tierfreund wäre, dann würde ich auch dafür Verständnis haben. Dazu kann ich nur Folgendes sagen und es lautet wie folgt. Wenn die Typen wirklich so naturbewusst leben wollen, oder, und so tierfreundlich sind, dann stelle ich mir jetzt folgende Frage. Wenn die sich auf die Straße pappen, die Idioten, oder, meiner persönlichen Meinung nach sind es nur Schwachköpfe und Idioten, mehr sind es nicht. Und jetzt steht da, es kommt ein riesen Stau und da stehen jetzt zum Beispiel 3-4 so Tiertransporter drin, oder? Natürlich werdet die zum Schlachthof fahren, vielleicht sind aber auch Leute da, wo Reitpferde haben oder ähnlich und Sport betreiben mit dem Tier. Die stehen ja dann auch stundenlang im Stau, weil bekommen kein Wasser und nichts, verstehst du? Ja, was sagst du da dazu? Die Arschlöcher. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist ja genau das Ding und da sind ja viele Menschen sind der gleichen Meinung. Deswegen haben sie das Ganze jetzt gequittet und gehen jetzt quasi nur noch auf Reiche. Wie verstehe ich? Auf Reiche, in dem Sinne, weil gerade sozusagen... Ach so, dass sie hier die Geschäfte ansprühen und so. Ja, beispielsweise dann auch Privatjets, weil die ja natürlich am meisten CO2 verursachen etc. Ja, und versuchen jetzt quasi auf die Schiene zu gehen, aber um beispielsweise dann auch die Gesellschaft, ja, vor allem auch die jungen Menschen hinter sich zu haben, weil die vielleicht auch eine ähnliche Meinung haben, weil sie gemerkt haben, die stoßen da sehr, sag ich mal, auf Widerstand, wenn sie sich eben halt immer nur an die Straße kleben und sonst was und... Im Endeffekt, ja, sie kriegen die Aufmerksamkeit, aber es ist absolut eine negative. Das sind für mich Leute, die haben im Leben noch nie gearbeitet. So, und das nehme ich zumindest an. Okay, ich habe jetzt auch nicht so viel gearbeitet, also körperlich in irgendwelche Fabriken oder auf dem Bau, obwohl ich das schon gemacht habe. Das sind für mich so verzogene Göre, wo glaubt, ihren Willen anderen aufdrücken zu wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Und das ist für mich eine Form von Gewalt, was die da ausüben, oder? Auf andere, auf Hunderte, auf Tausende Menschen, die zu zwingen. Jetzt, ich muss sie anhalten. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich jetzt ein verletztes Tier im Auto hätte, mein Kind oder eine Frau, eine Schwangere oder Artähnliches, ja, dann würde ich die auf jeden Fall von der Straße reißen, oder die Leute. Ganz ehrlich, das geht so nicht, oder? Ja, komplett. Da gibt es genug Videos, wo genau das passiert. Und das, was ich schlimm finde, ich habe vor kurzem so ein Video tatsächlich gesehen, da ist ein LKW-Fahrer, der unter Zeitdruck steht. Der für irgendeine Spedition gefahren ist, mittlerweile wurde der sogar entlassen, soweit ich weiß, von seiner eigenen Spedition. Also da ist jemand da, der hat eine Familie zu ernähren, versucht seinen Lebensunterhalt mit so einem Job zu bestreiten, indem er LKW-Fahrer ist, oder? Und dann sitzen da irgendwelche Idioten, die sich hier einbetonieren. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich nicht schon resozialisiert wäre, Kettensäge ins Auto rein und eine Axt oder sonst irgendwas und das Zeug gerade abamputiere, die Gliedmaße, ganz im Ernst, wo sie sich festgepappt haben, aber das kann ich ja nicht mehr sagen. Heute wäre ich da humaner mit dem Baseballschläger, würde sie bearbeiten. Scheiße. Ich würde sie natürlich erstmal über ein sozialpädagogisches Gespräch dazu versuchen, dass sie sich freiwillig von der Straße machen. Ja. Aber das funktioniert ja so einfach nicht mehr, wenn sie da festpappet. Meiner Meinung nach ist die Lösung die Kombination: Respektschelle und dann reden. Ja? Quasi erstmal klein. Respektschelle, das ist meine Meinung. Also deine persönliche, die kannst du äußern, ja, das ist schon perfekt, finde ich geil, oder? Aber da muss ich sagen, versuch es gewaltfrei zu lösen. Ah, das ist wichtig, also von etwas Älterem zu etwas Jüngerem, oder möchte ich sagen, keine Gewalt. Keine Gewalt. Keine Gewalt. Richtig. Wunderbar. Weg das Zeug von der Straße und fertig, oder? Ja, aber tatsächlich ist es sogar gerade als Konsequenz, wenn die sich festkleben oder betonieren, dass sogar die Hand amputiert werden muss, weil sie das nicht mehr wegkriegen. Ja, also im Nachhinein, ohne absolut, dass du irgendwas absolut legitim. Das ist selbstverantwortlich. Ja, aber meine persönliche Meinung, ich würde da gar nicht warten, bis da, ich würde also, dass das jetzt die letzte Maßnahme wäre, irgendwas abzuamputieren, würde. So lange würde ich gar nicht warten. Weg und fertig. Abhacken, fertig. Ich möchte mich nochmal von ganzem Herzen bei all denjenigen bedanken, die mein Buch so zahlreich kaufen, die auch die Klamotten geil finden und die den kaufen.
auch bei all denjenigen, die mir diese Angebote machen, diese Hilfsangebote, das habt ihr jetzt alle mitbekommen, im Moment ist es noch nicht so weit. Ihr bekommt es dann auf meinen eigenen YouTube-Kanal oder Instagram mit, wenn es dann so weit ist. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute, euch und euren Familien. Und kauft bitte diese Bücher, beziehungsweise auch dann die Klamotte weiter. Dankeschön, das soll es gewesen sein von mir. Schnelle Fragen an Jannis. Rache oder Vergebung? Rache. Lieber geliebt oder gefürchtet? Geliebt. Wenn Zug kommt, wen rettest du? Hund oder Mensch? Hund. Glücklich oder arm? Glücklich und arm oder traurig und reich? Glücklich und arm. Wenn es zum Konflikt kommt, Respektschelle oder reden? Reden. Gibt es mehr als zwei Geschlechter? Für mich nein. Kurz und knackig.